Gut, wir haben jetzt den Datenkristall gefunden gehabt. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie war das nochmal mit dem Inventar? So rum war das. Genau, wir haben den... du ahnst Schreckliches? Ja, von mir aus. Genau, wir haben jetzt den neuen Datenkristall. Und damit müssen wir, meine ich, wieder zurück zu dem Kollegen, der einmal hier oben war. Genau. Ach ja, der Schrank, soll ich hier mal eine Lösung aufmachen? Ich hab's auch offen. Ich hab sie auch offen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, was jetzt der nächste Schritt ist und deswegen weiß ich, dass wir jetzt hier an der Stelle den Kristall anbauen. Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo, her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Lass mich. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur, er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier, im brasilianischen Dschungel. Und dann... Das kokelt aber fein. Oh! Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Ouch. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier, die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Nein. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Ja, sowas gibt's ja nicht. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Frag Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Mach ich. Ja, aber wie gesagt, also Atomreaktoren oder Kraftwerke, die nicht richtig laufen, die sind ja nie Probleme für irgendwelche Klimakollapse. Nein, ach. Wo denkst du hin? Gibt's ja nicht. Atom, ja, wir suchen jetzt nach einem Atom. Auf zum Atom! Schönen Gruß zurück und hallo. Na ja gut, gehen wir mal nach oben und zu Delvin. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm. Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern.
brauchen doch nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Oder haben wir noch genug Energie für den zweiten Zeitsprung? Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert, sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Na gut, ein mit Gelatine beschichtetes Datenmedium. Videokassette. Daran sieht man, dass das Spiel schon ein paar Tage älter ist. Aber so alt ist es eigentlich auch nicht. Ein Zeitreiseatom, ja. Genau das. Wir können ja mal in der Bibliothek uns umsehen. Ob wir da irgendwas... Hast du mit Delvin geredet? Ja. Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und du wirst deinen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Habe ich mir jetzt gemerkt. Natürlich. Freilich. Was? Was ist das denn? Instant-Pillen. Halt, wenn man davon ausgeht, dass Atome auch das Quanten bestehen und quantenflüchtig sind, also immer und überall zur gleichen Zeit, geht das doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Physiker. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich ein bestimmtes Atom, was zu dieser Zeit entstanden ist und deswegen kann man da zurückreisen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Kann es dir nicht sagen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt wieder nach unten. Das scheint für mich jetzt am logischsten. Halt! Ach. Ah, komm mal so runter. Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir jetzt hier runter zu dem Typen. Ja, klar. Ein voller Hermdesch. Aber nicht für mich, ganz bestimmt nicht. Panzertür. Können wir irgendwie mit der Panzertür jetzt interagieren? Bist du noch da? Ja. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ich habe diese Pillen hier. Ich will keine Pillen. Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts kochen. Dann lasse ich dich auch nicht rein. No. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe diese Pillen. Ich will keine. Ich kann dir doch nichts. Dann lasse ich dich. Ich kann doch jetzt nichts kochen. Ich gehe dann mal wieder. Probier das einfach mal. Guck mal, ich hab hier was für dich. Ich will keine Pillen. Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts kochen. Dann lass ich... Wo soll ich denn jetzt was zu essen herbekommen? Ich könnte höchstens jetzt hier an dieser Maschine irgendwie was... Aber... Und die Pillen nass machen, das könnte sein. Das ist eine gute Idee. Probieren wir mal. Pillen nass, Instapillen. Mit Schaum. Na, sind sie denn von allen guten Geistern verlassen? Das Wasser hätte verseucht sein können. Pestiziden, Chemikalien, Industrieabfällen und was weiß ich noch. Mit all diesen Schadstoffen umgebt ihr euch? Leider ja. Aber sich darüber aufregen bringt ja auch nichts. Nur trinken sollten sie das Zeug nicht. Wussten sie, dass sich in jedem stinknormalen Leitungswasser heutzutage Hormone nachweisen lassen? Du meinst das, was ich gerade trinke? Ja, gut. Also das auf jeden Fall nicht. Neben der Pfütze lag ein komisches kleines Tier mit Scheren und einem Panzer. Sie haben mit ihrer Seife eine Krabbe vergiftet? Was? Nein, nein, sie lebte noch. Als ich sie sah, lief sie davon. Ich töte keine Tiere. Und verunreinigen auch keine Gewässer. Gut, also beim Schaum können wir es nicht benutzen. Hier vielleicht mal. Na, sind sie denn von allen das Wasser? Pestizide? Mit Alt? Leider ja. Nur trinken. Wussten sie... Du meinst das... Gut, also das ist es schon mal nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt an diesen Automaten hier müssen, weil dieser Automat ja für Essen sorgt, ne? Gucken wir mal. Bedienen. Passiert nichts. Tja, nun. Könnten hier an diesem Schloss irgendwie rumfummeln. Ein elektronisches Schloss? Wie seltsam. Elektronisches Schloss. Vielleicht kann man das irgendwie überbrücken oder so. Besser nicht. Schade. Vielleicht mit dem Ding? Oh. Okay.
Jetzt habe ich es eingepackt. Wie schlau. Ich ziehe die Energie aus dem Schloss in die Batterie und kann es dann öffnen. Ja gut. Nops. Wow. Wie soll ich das Delven denn nun erklären? Besser, ich behalte es für mich. Gut. Ja. Münzbehälter. Die Explosion hat ein Loch in die Hülle gerissen. Ich kann da drin etwas funkeln sehen. Bling bling. Typisch Frau, ne? Was ist das? Hey, das kenne ich. Kleingeld. Das ist Geld. Nicht möglich. Das haben Sie sofort erkannt? Ja, mein Vater hatte mir welches gezeigt, als ich noch klein war. Wir hatten nie genau verstanden, wie man es benutzte. Aber bald sollte ich es herausfinden. Hä? Was? Was? Geht ihr davon aus, dass es in der Zukunft kein Geld mehr gibt? Das wäre ja lustig. Sieht aus, als könnte es passen. Jetzt ist es weg. Tja. Bedienen. Ja, es stimmt, du hast recht, es ist nur logisch. Weil es ist ja, macht eigentlich auch keinen Sinn. Also wenn es nach mir gehen würde, könnte man auch heutzutage schon auf Kleingeld oder um Geld im Allgemeinen verzichten und das einfach alles mit der Karte bezahlen. Verstehe ich nicht. Wie, verstehst du nicht? Keine Ahnung, wie. Hier? Nein, nein. Red Curry Cola. Was vielleicht kommt. Ganz schön klebrig. Oh. Curryhuhn! Was? Wir haben Curryhuhn gemacht. Yay! Yeah. Ich hab hier was für dich. Leg es da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ja, ich lass genau. Dich rein, wenn ich das mochte. Viel Spaß mit dem Matsch. Sehr schön. Ach, wie gut. Ach, das fetzt. Okay. Jetzt sind wir in der Dunkelheit. Oh, hier ist eine Ratte. Hallo, Herr Rattenmann. Mehr Dunkelheit. Boah. Was willst du? Wer bist du denn? Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Hast du mich zuerst erschreckt? Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Okay. Quickie kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell! Wer ist Quickie? Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Freunde, ist klar. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Du magst zwar viel zu tun haben, aber scheinbar, wenn du hier alleine bist, hast du auch sehr viel Zeit. Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Natürlich. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Das ist nicht nett. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Psycho. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen, das mag ich nicht. Okay. Okay, das war's schon. Gut. Dann halt nicht. Ich schaue mal nach den Kassetten. Ja, Küche. Er hat auf jeden Fall schon mal eine Küche hier. Sie ist besser ausgestattet als unsere Notfallküche. Immerhin. Kommentieren. Lieber nicht, sonst will er wieder, dass ich ihm was koche. Ich meine vor allen Dingen, sie hat es ja gerade schon kommentiert, ne? Bücher über Bücher. Ich habe noch nie so viele auf einmal gesehen. Und in so gutem Zustand. Tja, verrückt, ne? Durchstöbern. Die Flüsse von San Francisco. Von Gonzalo Benjamin. Wer kennt die nicht? Gonzalo Benjamin. Oder noch was anderes? Das Auge des Horus. Von Lawrence D. Gilbert. Kenn ich auch nicht. Tage der Opferung. Von Ben Cross. Sagt mir auch nichts. Das Laufrad. Von Lorenzo Mortonen.
Das klingt alles sehr erfunden. Der Tod und das Mädchen von Robin Aronson. Ich habe keine Ahnung. Es gibt hier scheinbar sehr viele Bücher, die ich alle nicht kenne. Wow. Du liest wohl sehr viel, was? Nein. Aber du liest. Manchmal blättere ich noch mal durch, bevor ich sie anzünde. Oh. Okay. Nährstoffbehälter. Sie müssen ihm erst kürzlich ausgegangen sein. Nährstoffbehälter. Ist es nicht schlimm, dass wir so leben müssen? Jeden Tag ums Überleben kämpfen? Olivia hat gesagt, dass es in Marin noch einen vollen Supermarkt gibt. Da gibt es noch mehr davon. Nachdem die Mission beendet ist, werdet ihr ein besseres Leben führen. Das verspreche ich. Wer ist Olivia? Darf ich eins haben? Es könnte mir bei der Mission helfen. Nein! Das macht nichts. Ich schaffe es bestimmt auch ohne. Olivia? Kartons? Bei uns daheim sieht es genauso aus. Viele Kartons? Ja, kenne ich. Sie haben tatsächlich seine Sachen durchwühlt? Ich hoffe ja, dass Sie so etwas bei mir nicht auch gemacht haben. Hätte ja sein können, dass er etwas besaß, das der Mission geholfen hätte. Auf welchem Stern Sie diesen Mann auch immer getroffen haben, er musste auch schauen, wie er über die Runden kam. Es ging ja nur um die Zukunft der gesamten Menschheit, aber egal. In den Kartons war ohnehin nichts, nur braunes Papier. Braunes Papier? Na, Mensch. Hier liegt ein Zettel. Anmeldeformulare bitte komplett neu drucken. Und diesmal kein Recyclingpapier. Wie sieht das denn aus? Also ist es nicht braunes Papier, sondern eher graues Papier, weil Recyclingpapier ist bestimmt nicht braun, sondern grau. Aber okay. Die Kartons sind ja randvoll mit Papier. Musstest du die alle allein tragen? Die waren schon hier. Ach, dann sind das gar nicht deine. Doch! Gut, gehört ihm alles. Ist ja hier, ne? Tabellen voller Namen und Zahlen, die sich gegenüberstehen. Was ist das? Das geht dich nichts an. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Schade. Hier ist ein Bildschirm. Da stand auch so ein hässlicher Bildschirm herum wie hier. Hat er noch funktioniert? Nein, war kaputt. Funktioniert eigentlich irgendetwas, das Sie anfassen? Hey. Zack. Geht der noch? Kaputt. Oh, okay. Schade, schade. Hier ist eine Hängematte. Die Hängematte ist völlig zugemüllt. Soll ich dir vielleicht etwas beim Aufräumen helfen? Das haben Sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt. Man kann zu Hause doch nicht seinen Müll stapeln. In seiner Situation ist das doch völlig irrelevant. Ja, zusammen geht das ganz schnell. Lass das so. Na gut. Macht ihn jetzt einen auf Mutti oder was? Willst du nicht vielleicht mal aufräumen? Ich helfe dir sogar dabei. Komm. Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Als Kind hatte ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Ja, wer sonst nichts zu tun hat, eben. Hier ist noch ein Behälter. Ein ganz seltsames Gerät. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Sieht aus wie eine Laterne, oder? Was ist das hier? Weiß nicht. Habe ich gefunden. Sieht aus wie ein Glas mit Rasierklingen. Das Leben muss früher sehr seltsam gewesen sein. Findest du nicht auch? Es ist ein Mixer. Vielleicht. Ein Glas mit Rasierklingen. Das ist ein Mixer, Mann. Schön. So, haben wir hier noch irgendwas? Ach, ich kann ja wieder hier, ne? Kann ja mal gucken, wo es noch was gibt. Matratze. So ein großes Bett. Das muss er in einem Palast gefunden haben. Hä? Das ist eine stinknormale, weiß ich nicht, 1,80 oder 2 Meter mal 90er Matratze. Oder wie viel groß hier muss ich glaube, so irgendwie in dem Dreh, ne? Das ist doch kein Luxus. Hier schläfst du? Hm. Ist das nicht ein bisschen groß? Ach, was sag ich. Das ist bestimmt sehr gemütlich. Wenn ich ihn so angucke, der ist scheinbar irgendwie über 2 Meter groß, so wie es halt aussieht, ne? So von den Proportionen her so, ne? Wenn man sich die Matratze so daneben stellt, dann ragt er über die Matratze drüber. Also ist das für ihn kein Komfort. Ne. Gar nicht. Terminal. Ich hatte gehofft, so ein Ding nie wiederzusehen. Was? Warum? Haben die dir irgendwas Böses getan? Das ist aber nicht der Freund, von dem du immer sprichst. Nein, das ist Quickie. Puh, gut. Gut, wir haben Quickie schon mal gefunden. Guten Tag, Sean Rathold. Starten Sie den gewünschten Suchvorgang. Ich suche ein Artefakt, das mit der ID 2110832100 beginnt. Ihre Suche ergab über die Autovervollständigung 3 Treffer. Erstens, das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Clemeat. 21108321-0012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 21108321-0089. Drittens,
Videomaterial zu die Indes-Katastrophe. 2110-8321-0091. Möchten Sie eines dieser Objekte bestellen? Na klar. Gib mal her. Ich brauche das Video. ID 2110832. Als wenn die sich irgendjemand gemerkt hätte in der kurzen Zeit. 091. Einen Moment bitte. Fehler. Nicht du auch noch. Was ist denn los? Offenbar gab es einen Fehler bei der Lieferung Ihrer Bestellung. Das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich gelagert zu sein. In unmittelbarer Umgebung Ihrer Bestellung befinden sich Objekte mit ähnlicher ID. Erstens, das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Plemeet. 2110-8321-0012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 2110-8321-0089. Ja gut, ich meine, mit der Kamera könnte man, ne, also vielleicht sind da Bilder von der Zeit drauf. Das könnte vielleicht auch irgendwie gehen. Wenn es nicht anders geht, dann nehme ich die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Ah, sehr schön. Ey, gib her! Achso, da liegt das Ding. Ich dachte jetzt schon. Das muss wohl diese Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera sein. Ja. Ich nehme sie mal. Meins. Und an. An. Hallo?